Dritter Song. Artischocke statt Schmetterling. Die CIA ist immer dabei. Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre hatte die CIA, Central Intelligence Agency, Berichte erhalten, die Sowjetunion unternehme intensive Bemühungen zur Herstellung von LSD und versuche, die weltweiten Vorräte der Chemikalie aufzukaufen. Es ist verdammt schwer, Ihnen heute eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie sehr uns das damals Angst gemacht hat. Wir waren buchstäblich starr vor Schrecken, denn das war eine Substanz, die fantastische Möglichkeiten bot, um Mittel zur Kontrolle der Aktivitäten und geistigen Kapazitäten von Personen, ob willentlich oder nicht, zu entwickeln. Um dem zu begegnen, was als Bedrohung der nationalen Sicherheit wahrgenommen wurde, wurden Programme zur Erprobung von chemischen und biologischen Wirkstoffen durchgeführt. Dazu gehörten auch Projekte, bei denen Probanden aus allen gesellschaftlichen Schichten heimlich nicht nur LSD verabreicht wurde. Auch wenn ich Ihr Gefühl des Unbehagens vor jedem Programm teile, das dazu neigt, die Rechte des Einzelnen zu verletzen, halte ich es doch für notwendig, dass sich die Agency gerade bei diesen Aktivitäten über die Möglichkeiten des Feindes zur Manipulation des menschlichen Verhaltens auf dem Laufenden hält und auch, dass sie ihre offensiven Möglichkeiten nutzt. Da gab es zum Beispiel das Bluebird Project. Das Drosselprojekt. Später Artichoke genannt. Artischocke. Wir wollten Mittel finden. Wir wollten die Möglichkeit untersuchen, durch Anwendung besonderer Verhörtechniken eine Person zu kontrollieren. Und haben einige Experimente durchgeführt. Informationen über das Projekt Artischocke nach dem Herbst 1953 sind rar. Die CIA behauptet, dass das Projekt 1956 endete. Die sogenannten besonderen Verhörtechniken kamen aber immer wieder aufs Neue zum Einsatz, während einer umfangreichen Serie von Experimenten an menschlichen Versuchskaninchen. 44 Universitäten, 12 Krankenhäuser und 3 Strafanstalten waren in das umfangreiche Test- und Experimentierprogramm verstrickt, zu dem auch zahlreiche verdeckte Drogentests an nichtsahnenden Bürgern gehörten. Im Januar 1973 wurden auf Anweisung des damaligen Direktors der CIA, Richard Helms, alle Dokumente über diese Aktivitäten zerstört. Trotz diverser Nachfragen, sowohl des Gesundheitsunterausschusses als auch des Geheimdienstausschusses, kamen keine weiteren Informationen mehr zum Vorschein. Und nicht eine einzige Person ließ sich finden, die sich an Einzelheiten erinnerte. Bis Senator Ted Kennedy 1977 bei den Anhörungen des für die Geheimdienste zuständigen Senatsausschusses zu den Gehirnwäsche-Experimenten der CIA Aufklärung verlangte. MK Ultra hieß unser wichtigstes Programm. Es wurde am 13. April 1953 offiziell genehmigt. MK Ultra beschäftigte sich mit der Erforschung und Entwicklung von chemischen, biologischen und radiologischen Materialien, die für den Einsatz bei geheimen Operationen zur Kontrolle von menschlichem Verhalten geeignet sind. Naturgemäß musste dieses Projekt äußerst sensibel gehandhabt werden. Forschungen zur Manipulation von menschlichem Verhalten galten damals als unethisch. Zum Forschungsprogramm gehörten radioaktive Strahlung, Elektroschocks, verschiedene Bereiche der Psychologie, Psychiatrie, Pharmakologie sowie paramilitärische Mittel und Materialien. Das Programm bestand aus 3 Phasen. Erstens die Suche nach geeigneten Materialien. Zweitens Laborversuche mit freiwilligen menschlichen Probanden. Drittens die Verabreichung von MK-Ultra-Materialien in normalen Lebenssituationen ohne Wissen der Versuchspersonen. Die Suche nach geeigneten Materialien und Probanden wurde im Rahmen von ständigen Vereinbarungen mit Spezialisten in Universitäten, pharmazeutischen Unternehmen, Krankenhäusern, Einrichtungen des Landes und der Bundesstaaten sowie privaten Forschungsorganisationen durchgeführt. Die Finanzmittel für diese Spezialisten wurden unter dem Deckmantel von wissenschaftlichen Stiftungen zugeteilt und die Beteiligung der CIA auf diese Weise verborgen. Vierter Song. Operation Midnight Climax. Mr. John Gittinger, Sie waren früher ein Angestellter der Central Intelligence Agency? Ja, das ist richtig. Sind Sie das immer noch? Nein.
Waren Sie ein Mitglied der Agency, als die Operation MK Ultra durchgeführt wurde? Ja. Danke. Senator Kennedy, bitte. Meines Wissens sind Ihnen einige der Drogentestprojekte bekannt, die an der Westküste an ahnungslosen Probanden durchgeführt wurden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wissen Sie, welche Drogen bei diesen Tests zum Einsatz kamen? LSD. An die anderen kann ich mich nicht mit Bestimmtheit erinnern. Wie wurden denn ahnungslosen Probanden die Drogen verabreicht? Darüber habe ich keine direkten Informationen. Aber was wollten Sie denn in diesen konspirativen Häusern? Ich habe noch nicht genug Zeit gehabt, mir in meinen Gedanken das alles zurechtzulegen. Wir haben es nicht eilig. Ursprünglich kam ich wohl zu dem Projekt, weil ich über China arbeitete. Im Laufe der Zeit bekam ich es dann aber auch mit der Gehirnwäsche zu tun. Das heißt, ich erhielt den Auftrag, ein bisschen über Verhörtechniken herauszufinden. Und das wiederum führte dazu, dass ich einen Agenten an der Westküste kennenlernte. War das der Agent, der an der Westküste die Tests an ahnungslosen Leuten durchgeführt hat? Der sich Morgan Hall nannte. Eigentlich hieß er George White. Ja, der. Sie trafen sich also in einem dieser konspirativen Häuser. Das ist etwas, über das zu reden mir schwerfällt. Weil in Verbindung mit der Arbeit, die wir da machten, brauchten wir Informationen. Also über sexuelle Gewohnheiten. Unter Projekt 42 wurde angemietet, damit die Agency über Räumlichkeiten zur Durchführung von Experimenten verfügt, zu denen das heimliche Verabreichen physiologisch aktiver Materialien an nichtsahnende Versuchspersonen gehört. Wir stellten Mr. White ein konspiratives Gebäude in San Francisco zur Verfügung und rüsteten ihn mit den nötigen Materialien und Finanzmitteln aus. Mr. White seinerseits führte unser Programm mit der Unterstützung bestimmter Individuen durch, die anderen Leuten dieses Material heimlich und in Übereinstimmung mit seinen Anweisungen verabreichen. Für ihre Unterstützung bei diesem Programm wurden diesen Personen in unregelmäßigen Abständen kleine Summen in Bar bezahlt. Sidney Gottlieb, Chief TSS Chemical Division, 17. August 1956. Das waren Prostituierte, richtig? Richtig. Wurden die Prostituierten dafür eingesetzt, den Kunden zu Forschungszwecken heimlich Drogen zu verabreichen? So direkt weiß ich das nicht. Die Operation Midnight Climax galt in jener Zeit als so erfolgreich, dass auch auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge eine ebenfalls von George White geleitete Filiale eingerichtet wurde. Auch in New York wurde zu derlei Zwecken ein Bordell eröffnet. Hatten Sie den Eindruck, dass die CIA in diesen konspirativen Häusern tatsächlich das ganze Spektrum der gesellschaftlichen Schichten testete? Ich denke schon. Und hatten Sie irgendeinen Zweifel daran, was in diesen Häusern vor sich ging? Direkt weiß ich darüber nichts. Was war denn das Ziel? Nun, ich denke, die Entwicklung von Chemikalien zu erforschen, die dazu dienen, an Informationen zu gelangen. Oder den Probanden Suggestionen und andere Formen der Kontrolle in ihr Bewusstsein einzubringen.